Ich bin Katrin und ich bin gebürtige Berlinerin. Das ist die einzige Stadt in Deutschland, in der ich mir vorstellen kann zu leben. Ich bin Mo. Ich komme aus Neuseeland. Das Gefühl, egal wo ich bin, und das heißt auch Berlin, in mein Herz ist international. Ich würde Homesharing beschreiben als was, ich öffne mein Haus für fremde Menschen, die aber eigentlich gar keine fremden Menschen sind. Es ist aus meiner Sicht definitiv eine andere Lebensart. Als wir anfingen mit dem Homesharing, da war alles ja ganz sorglos. Dann kam ja 2014 schon das Gesetz gegen Zweckentfremdung von Wohnraum. Und zunächst habe ich gedacht, ja okay, das betrifft mich ja nicht, weil ich zweckentfremde ja keinen Wohnraum. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und gesehen so, ich werde da gar nicht von ausgeschlossen. Das Gesetz ist eigentlich ein altes Gesetz, aber Homesharing ist was ganz Neues. Und das ist schwierig, aber das muss erst mal miteinander zusammenkommen.